Reiseleitung und Reiseroute waren tipptopp und es hat wunderbar geklappt. Und wenn was mal nicht geklappt hat, dann gab es irgendwie ein ganz gutes Alternativprogramm, was dann auch in Ordnung war. Und mir persönlich hat ganz gut gefallen, dass wir in Peking, also gleich zu Anfang, einmal Einblick haben konnten in dem Hutong, also in dem alten Viertel. Dort hat uns der lokale Reiseführer zu, ich glaube, Oma Hu hieß sie, ne? In den großen, ja, in den Wohnraum geführt und die hat dort ein bisschen erzählt. Das war ein ganz tolles Erlebnis. Also ich fand die Betreuung jederzeit super. Das heißt, man hatte wirklich 24 Stunden das Gefühl, dass jemand da ist, der sich um einen kümmert. Das hat mir sehr gut gefallen und trotzdem nicht aufdringlich. Also das ist schon sehr angenehm. Man hatte auch nicht das Gefühl, man hat so einen Gruppenzwang, sondern es ging ja alles ziemlich leger und locker vonstatten. Die Stadtführer waren sehr kompetent, konnte man gut zuhören. Die sprachen auch alle sehr gut Deutsch. Das war für uns dann natürlich von Vorteil, dass wir auch was verstanden haben. Es sind ja viele Eindrücke. Ich bin ja mit zwei minderjährigen Mädchen unterwegs. Und für mich war auch wichtig, dass ich so eine Sicherheit der Gruppe hatte, aber vor allem auch von Bao diese Sicherheit hatte, wenn was ist. Er hat sich immer gleich um alles gekümmert. Also das wollte ich auch jetzt nochmal so hervorheben, weil ich das wirklich sehr beruhigend finde. Ja. Wir haben schon sehr viele Gruppenreisen mitgemacht, aber wir sind noch nie so gut betreut und umsorgt worden wie auf dieser Tour. Unser Reiseleiter ist ständig vor Ort, ist ständig ansprechbar, ohne irgendwie aufdringlich zu wirken. Und es ist alles bis ins Kleinste vorbereitet, aber trotzdem hat man auch Zeit und Möglichkeit, etwas alleine zu tun. Also das Lob möchte ich auch gern an den Reiseleiter noch weitergeben. Franz, wie wir ihn ja nennen, hat alles durchorganisiert, auch Eventualitäten, Verspätung, was Flüge angeht, das hat er im Griff, sorgt für Abwechslung dazwischen. Aber er fliegt und nicht selbst. Ja, das wäre noch das Extremste. Kleine Episode, ich habe ein bisschen Schmerzen im Knie, dann kam er heute Morgen an, seine Frau hat mir ein China-Öl besorgt. Ich werde das jetzt mal testen, aber ich bin zuversichtlich, dass das mit dem Knie wieder in Ordnung kommt.